Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen. Viel Fußball gleich von Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und das sind unsere großen Themen. 47 gegen Putin. Der Europagipfel im bedrohten Moldau sendet eine deutliche Botschaft an Russland. Was wird aus Deutschlands Kliniken? Im Streit um die Krankenhausreform kommen sich Bund und Länder näher. Und die Bahn auf brüchigem Grund. Bröselnde Betonschwellen ließen den Zug in Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Jetzt werden Hunderttausende ausgetauscht. Fast ganz Europa hat sich heute zu einem Solidaritätsgipfel getroffen, um sich hinter die Nachbarstaaten Russlands zu stellen. Der Gipfel fand in Moldau statt, nicht weit von der ukrainischen Grenze. Die Europäische Politische Gemeinschaft, kurz EPG, hat sich vor knapp 8 Monaten zum ersten Mal getroffen, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zur EPG gehören die 27 EU-Staaten sowie 20 weitere europäische und vorderasiatische Staaten. Insgesamt sind es 47 Länder. Aus Moldau berichtet Sebastian Ehm. Der Termin, der am Mittag in der prächtigen Kulisse des Schloss Mimi stattfindet, nennt sich Familienfoto. Und die europäische Familie nimmt sowohl den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als auch die moldauische Staatschefin Maia Sandu in ihre Mitte. Die Botschaft eindeutig: Wir lassen die Ukraine und Moldau nicht allein. Doch mit schönen Gipfelbildern will sich der ukrainische Präsident nicht mehr zufrieden geben. Selenskyj erhöht den Druck. Wenn nicht einmal die Ukraine, die die Werte und die Freiheit Europas mit ihrem Blut verteidigt, eine klare, positive Antwort für einen EU- und NATO-Beitritt bekommt, werden die Hoffnungen aller anderen Kandidaten komplett illusorisch. Auch Gastgeberland Moldau will in die EU. Das kleine Land ist schon seit längerem im Fokus des Kreml. Russland versucht, die Republik Moldau gezielt zu destabilisieren. Präsidentin Maia Sandu weiß, dass viel davon abhängt, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt. Wir haben Präsident Selenskyj heute gesagt, wir werden so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen. Als Präsidentin Moldaus weiß ich, dass ohne den Widerstand und den Mut der Ukraine mein eigenes Land bedroht wäre. Die EU hat für Moldau heute frisches Geld und Hilfe bei der Cyberabwehr im Gepäck. Doch was konkrete Garantien an die Ukraine anbelangt, hält sich Olaf Scholz bedeckt. Wir haben immer gesagt, dass es auch für eine Friedensordnung nach dem Krieg Garantien geben muss. Und da wird Deutschland einen Beitrag leisten. Wie die ganz konkret aussehen, das wird etwas sein, das wir zu besprechen haben. Die Europäische Politische Gemeinschaft präsentiert sich heute als große Familie. Es ist ein Gipfel mit wenig Entscheidungen und großer politischer Symbolik. Ulf Röller, in Moldau bleibt von diesem Gipfel denn mehr als Symbolik? Also natürlich hat es hier nicht die großen Entscheidungen gegeben, aber das war ehrlich gesagt auch gar nicht die Erwartung. Und man sollte die Symbolik dieses Gipfels wirklich nicht unterschätzen. Der Ukraine-Krieg wird ein Langstreckenlauf, das ist immer wieder deutlich geworden. Und da ist es entscheidend, dass man durchhält. Und deswegen ist diese Solidarität, die heute wieder gezeigt wurde mit der Ukraine und die immer wieder öffentlich erneut gezeigt werden muss, ganz wichtig. Das ist ein Zeichen Richtung Moskau, dass man eben sagt, wir werden nicht müde, rechnet nicht damit, dass der Westen schwach wird. Und dann ist noch eine zweite Botschaft. Es war ja ein Riesengipfel mit fast 50 Regierungschefs, die doch teilweise sehr unterschiedlich sind. Manche sind sogar Putin-Versteher. Aber in einer Frage ist man doch sehr, sehr geschlossen, nämlich dass dieser Angriffskrieg Russland nicht geht. Und damit ist auch sehr deutlich geworden, wie isoliert Putin ist. Danke für diese Einschätzung, Ulf Röller. Der Ukraine-Krieg war auch ein großes Thema beim informellen Treffen der NATO-Außenministerinnen und Minister heute in Oslo. Alle NATO-Staaten seien sich einig, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten werde. Zuvor müsse aber sichergestellt werden, dass die Ukraine den russischen Angriffskrieg überlebe, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Über das aktuelle Kriegsgeschehen berichtet Tim Kröger. Die Raketen kamen wie so oft in der Nacht, rissen Menschen aus dem Schlaf, die sich in ihren Badezimmern, Bunkern oder Schutzräumen in Sicherheit bringen mussten. 3 Menschen starben hier, darunter ein Kind, durch einen Einschlag in der Nähe eines Krankenhauses. Dieser Anwohner verlor seine Frau bei der Attacke.
Wir haben versucht, in den Bunker zu gehen, aber niemand hat geöffnet. In dem Moment sind Wrackteile der Rakete oder die Rakete selbst runtergekommen. Da waren Menschen, Frauen, Kinder. Meine Frau wurde getötet. Jetzt wird untersucht, was genau geschehen ist, ob und warum der Schutzraum offenbar verschlossen war. Russen versuchen, eine depressive Laune an uns zu bringen. Statt depressive Laune, sehen Sie, Leute sind wütig. Der vergangene Mai war der Monat mit den meisten Raketen- und Drohnenangriffen seit Kriegsbeginn. Jetzt scheint diese massive Angriffswelle auch im Juni weiterzugehen. Diese Bilder sollen zeigen, dass fast zeitgleich erneut die russische Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine angegriffen wurde. Auch dabei soll es Verletzte gegeben haben. Von 3 bis 7 Uhr morgens konnten wir nicht weg. Wir mussten unsere Köpfe unten halten. Es war beängstigend. Eine paramilitärische, antirussische Gruppierung hatte in einem Video weitere Angriffe angekündigt und diese Drohnenaufnahmen veröffentlicht. Das russische Militär sprach von einer versuchten Invasion mit gepanzerten Fahrzeugen. 3 Angriffe auf russisches Territorium seien aber abgewehrt worden. Nach Deutschland. Und der Frage, wie sieht die Zukunft der Kliniken aus? Bund und Länder kommen bei der Krankenhausreform voran, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Und spricht schon von einem Durchbruch. Allerdings lehnen die Länder den Plan ab, die Kliniken in 3 Gruppen einzuteilen. Unumstritten ist dagegen ein neues Finanzierungsmodell, um wirtschaftlichen Druck von den Kliniken zu nehmen. Einzelheiten von Ines Trams. Ein Krankenhaus wie so viele, die Warnow-Klinik in Bützow, Mecklenburg-Vorpommern. 70 Betten, 4 Abteilungen, klein und doch viel im Angebot. Kliniken wie diese, 70% aller Kliniken, schreiben seit Jahren rote Zahlen. Gesundheitsminister Lauterbach warnt, komme seine Krankenhausreform nicht durch, dann könnte jede 4. Klinik sterben. Weil sehr viele Krankenhäuser sind existenziell jetzt bedroht, können ohne die Reform nicht klarkommen. Wir haben somit ein Nebeneinander von Qualitätsdefiziten, aber auch einer Versorgungsgefährdung. Eine Deutschlandkarte, die die Qualität eines jeden Krankenhauses aufzeigt, sein Ziel. In 3 Stufen sollen Kliniken eingeteilt und entsprechend vergütet werden, je nachdem, welche Leistungen sie bieten. Maximalversorger wie Unikliniken an der Spitze, im mittleren Bereich regionale Fachkliniken, dazu die wohnortnahe Grundversorgung. Komplizierte OPs sollen künftig den spezialisierten Zentren vorbehalten sein. Die Länder aber gehen bei der Einteilung nicht mit. Sie fürchten, dass kleine Kliniken auf dem Land dicht machen werden und sehen Lauterbachs Plan als Eingriff in ihre Planungshoheit. Die Länder haben den Hut auf in der Krankenhausplanung. Das ist unser Job. Und wir wollen auch keine Bundesschablone für Krankenhäuser. Das geht auch verfassungsrechtlich gar nicht anders. Für mich ist es wichtig, dass die Menschen in den ländlichen Räumen gut und qualitätsvoll versorgt werden und Versorgung kein Privileg der Metropole ist. Unumstritten dagegen der 2. Kernpunkt der Reform. Finanzieren sollen sich die Krankenhäuser nur noch zu 40% aus Fallpauschalen der Bezahlung pro Behandlung. 60% ihrer Mittel sollen künftig aus Vorhaltepauschalen kommen, dafür, dass sie Leistungen vorhalten. Lauterbach spricht heute von Durchbruch. Doch beim zentralen Teil seiner Reform, der Einteilung der Kliniken in Stufen, ist er sich mit den Ländern nicht einig. Die geplante Klinikreform. Bei uns können Sie online nochmal alle wichtigen Aspekte nachlesen. Von der Fallpauschale über die 3 Stufen bis hin zur Kritik von Bundesländern. Wir erklären es kurz und knapp in unserer ZDF-Heute-App. Wie konnte es zu dem tödlichen Zugunglück vor fast einem Jahr in Garmisch-Partenkirchen kommen? 5 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Schadhafte Betonschwellen hätten dazu geführt, dass der Zug entgleiste. Das stellt ein heute veröffentlichter Zwischenbericht fest. Die Einzelheiten von Axel Konrad. Der 3. Juni 2022. Um kurz nach 12 entgleist der Regionalzug bei Garmisch. 4 Frauen und ein 13-Jähriger sterben. Mehr als 78 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Die Ermittlungen der Unfallursache sind schwierig. Das Gleisbett von der 83 Tonnen schweren Lokomotive völlig zerstört. Der Zwischenbericht verzögert sich um ein halbes Jahr und bestätigt jetzt einen Verdacht, den die Bahn schon von Beginn an hatte. Die an dieser Stelle verlegten Spannbetonschwellen wiesen Beschädigungen auf. Diese führten in der Folge zu einem Versagen der Struktur und zum Wegbrechen der Schienenauflager. Die Bahn hat bereits zehntausende Schwellen ausgetauscht. Bei Schwellen eines bestimmten Bautyps und Herstellers waren Unregelmäßigkeiten im Material festgestellt worden.
Es zersetzt sich von innen. Fachleute sprechen von Betonkrebs. 480.000 Betonschwellen will die Bahn insgesamt austauschen. Wir haben ja schon begonnen, Schwellen auszutauschen. Wir werden noch mehr Schwellen austauschen müssen, als das ursprünglich geplant war. Das bedeutet natürlich mehr Baustellen, etwa 400 zusätzliche Baustellen in unserem Netz. Und das, wo die Bahn ohnehin im Sanierungsstau steckt, jetzt noch mehr Baustellen auf den 33.000 Schienenkilometern. Für die Fahrgäste bedeutet das, dass sehr viele kurzfristige Baustellen kommen werden. Die Bahn kriegt schon bei ihren geplanten Baustellen nicht hin, die Fahrpläne rechtzeitig zu veröffentlichen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass der Fahrplan von morgen kurzfristig geändert wird. Das heißt, man muss wirklich immer vor der Fahrt nachschauen, fährt mein Zug, weil plötzlich Baustellen auftreten können. Die betroffenen Schwellen sind im gesamten deutschen Streckennetz verbaut. Besonders betroffen aber, so die Bahn, sind Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Seit genau einem Monat gibt es das Deutschland-Ticket, mit dem man für 49 Euro im Monat bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen kann. Das Ticket kommt bei vielen gut an. FDP-Bundesverkehrsminister Wissing spricht von einem Riesenerfolg. Aber es gibt auch Kritik. So fordert die SPD Wissing zu einem vergünstigten Deutschland-Ticket für Studierende auf. Eine erste Bilanz des Tickets von Peter Theisen. Kreuz und quer durch Deutschland für nicht einmal 50 Euro, für viele offenbar ein interessantes Angebot. Meine Erfahrungen sind durchaus positiv, weil man für kleines Geld viel rumkommt. Für mich kommt es weniger meistens auf die Zeit an, sondern mehr auf den Preis. Und dafür ist es eine gute Möglichkeit. Generell finde ich es gut. Ich bin auch jemand, der kein Problem hat, wenn die Bahn mal Verspätung hat. Weil man steht genauso mit dem Auto im Stau wie mit der Bahn. Der Ansturm auf das 49 Euro teure Deutschland-Ticket ist zwar nicht so groß wie auf das 9 Euro Ticket. Dennoch, die Bahn freut sich über 10 Millionen verkaufte Tickets. Von den 10 Millionen sind 700.000 Fahrgäste, die bislang noch gar nicht Nahverkehr gefahren sind und die jetzt neu dazugekommen sind und die dann möglicherweise ihr eigenes Auto jetzt stehen lassen. Doch es gibt auch Kritik. Das Versprechen einer klimafreundlichen Verkehrswende für alle, das könne die Bahn in ihrem derzeitigen Zustand gar nicht erfüllen. Die Erweiterung der Züge, des Personals und auch der Ausbau der Strecken, das muss jetzt sehr schnell passieren. Denn eigentlich hat man mit diesem Ticket das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Man hätte eigentlich erst die bessere Infrastruktur haben müssen. Dennoch, einige Experten halten das Deutschland-Ticket für eine Revolution. Nur auf dem Land müsse das Angebot deutlich ausgebaut werden. Und sobald wir auch im ländlichen Raum ganz viele moderne, innovative Bussysteme einführen, Ortsbusse, Stadtbusse, Landbusse, dann ist das natürlich auch sehr relevant für die Pendler, die leider im ländlichen Raum im Moment überwiegend im Auto sitzen. Zurzeit ist das Deutschland-Ticket vor allem für Pendler in den Ballungsräumen interessant und für Urlauber. Wer möchte, der kann diesen Sommer unschlagbar günstig durch ganz Deutschland reisen. In die USA. Die sind nach dem Schuldenstreit einen wichtigen Schritt weiter, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abzuwenden. Denn das Repräsentantenhaus hat dem Deal von Republikanern und Demokraten zugestimmt. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten für einen Gesetzentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt werden soll. Zugleich soll es für den Staat einen strikten Sparkurs geben. Nun muss auch der Senat noch zustimmen. In Kanada wüten weiter Waldbrände. In der Provinz Alberta im Westen sind mehr als 1 Million Hektar abgebrannt. Eine Fläche viermal so groß wie das Saarland. Und auch im Osten Kanadas sind Waldbrände außer Kontrolle. Der Regierungschef der Provinz Nova Scotia spricht von einer beispiellosen Katastrophe. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Johannes Hanow berichtet. Kanadisches Armageddon nennen viele es mittlerweile, was sich in Kanadas Wäldern gerade abspielt. Von Alberta im Westen bis an die Ostküste, wie hier bei Halifax in Nova Scotia, riesige Waldbrände. Allein in Nova Scotia mussten in den letzten Tagen etwa 16.000 Menschen evakuiert werden. Mehr als 200 Gebäude sind in Flammen schon zum Opfer gefallen, 150 davon Wohnhäuser. Es ist für alle eine sehr anstrengende Zeit und es wird auch noch länger andauern. Wir versuchen, das Feuer einzudämmen, aber mit jedem Tag, an dem es nicht regnet und die Temperaturen ansteigen und der Wind stärker wird, wird die Situation immer volatiler. Nova Scotia hat wie fast alle Provinzen mit ungewöhnlicher Trockenheit zu kämpfen. Die Niederschläge, Schnee und Regen liegen seit vielen Monaten deutlich unter dem, was sie hier sonst gewohnt sind. Wälder und Böden ausgetrocknet.
Ich habe mit einem unserer Leute gesprochen und er hat mir erzählt, dass man die Glut zwar ausstampfen kann, aber in dem Moment, wo man geht, entflammt alles wieder. Wir brauchen sehr viel Wasser, es ist sehr, sehr trocken. Und Regen ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Die nächsten Tage soll es wärmer und noch windiger werden. Mehr als 200 Quadratkilometer Wald brennen schon jetzt allein in Nova Scotia. Bis weit in den Süden, in die USA hinein, liegt ein Rauchschleier in der Luft. Für Teile von New Jersey und Pennsylvania wurde Smogalarm ausgelöst. Und auch in New York City ist der Rauch zu spüren. Die UNO will eine gewaltige Umweltkatastrophe vor der Küste des Jemen verhindern. Deshalb hat sie eine Bergungsaktion für einen schrottreifen Öltanker gestartet. Das Schiff dient seit Jahrzehnten als schwimmendes Öllager und hat mehr als 1 Million Barrel Öl geladen. Wegen des Bürgerkriegs im Jemen wurde es lange nicht mehr gewartet und droht auseinanderzubrechen, mit verheerenden Folgen für das Rote Meer und die Küsten. Die UNO will nun das Öl auf einen zweiten Tanker umpumpen. Die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf ist mit dem Walter-Lübcke-Demokratiepreis ausgezeichnet worden. Er würdigt Persönlichkeiten, die für Werte stehen, die auch der von einem Rechtsextremisten ermordete Kasseler Regierungspräsident verkörperte. Durch ihre mutigen Reportagen verschaffe Katrin Eigendorf den Opfern von Krieg und Vertreibung Gehör, so die Begründung der hessischen Landesregierung, die den Preis ausgelobt hat. Und wir kommen zur Fußball-Europa-League. Norbert, da hat Sevilla ja schon wieder das Finale gewonnen. Zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte. Ein geradezu episches Endspiel gestern Abend in Budapest gegen die AS Rom. Mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Und da hatten die Spanier bessere Nerven und vor allem bessere Schützen. Die Europa League ist die Sevilla-Liga, titeln spanische Zeitungen heute und das mit Recht. Im Unrecht fühlt sich Roms Erfolgstrainer José Mourinho mehr als einmal und giftet gegen Schiedsrichter Anthony Taylor aus England. So ein Referee bei so einem wichtigen Spiel, das ist wirklich die Härte. Dabei ist Rom zunächst im Vorteil, geht mit dem 1:0 durch Paulo Dybala in die Pause. Mourinhos Reaktion konträr zum Rest des Teams. Doch den als Defensivkünstlern bekannten Römern unterläuft ein Schnitzer. Der Ausgleich ein Eigentor von Gianluca Mancini. Torlos die Verlängerung. Die Roma dann jedoch mit zwei verschossenen Versuchen im Elfmeterschießen. Matchball Sevilla. Montiel verschießt zunächst. Taylor gewährt ihm aber eine Wiederholung, weil der Torwart sich zu früh bewegt haben soll. Der Rest ist Europapokalgeschichte. Sevilla schreibt darin sein eigenes Kapitel. Gestern Abend ein episches Fußballfinale, heute Nachmittag ein episches Tennismatch in Paris. Nach fast 5,5 Stunden besiegte Außenseiter Daniel Altmaier den Weltranglisten 9. Jannik Sinner aus Italien sensationell in 3:2 Sätzen. Und Anna-Lena Friedsam dagegen schied als letzte deutsche Einzelspielerin im Grand-Slam-Turnier aus. Sie unterlag der Russin Jekaterina Alexandrova. Ja, nach wochenlangen Spekulationen steht jetzt fest, Weltfußballer Lionel Messi verlässt Paris Saint-Germain zum Saisonende. Ein neuer Arbeitgeber könnte in Saudi-Arabien sein. Das heutige Training von Paris Saint-Germain dürfte das letzte mit Lionel Messi gewesen sein. Morgen ist sein Abschiedsspiel im Parc des Princes und er sollte mit großem Applaus empfangen werden. Vor 2 Jahren wurde der Argentinier wie eine fußballerische Lichtgestalt von den Fans in Besitz genommen. Sein Abgang dürfte vielen der PSG-Anhänger sehr zu Herzen gehen. Ich hatte das Privileg, den besten Spieler aller Zeiten zu trainieren. Spätestens nach dem WM-Triumph ist Messi in Argentinien zu einem Volkshelden gereift. Sein vermuteter Abgang zum saudischen Erstligisten Al-Hilal könnte Messi mehrere 100 Millionen Euro auf sein Konto einbringen. Wahnsinn, und dann wird er ja noch mehr verdienen als Cristiano Ronaldo, der spielt ja auch in Saudi-Arabien. Das sind absurde Summen. Absolut, absolut. Noch zum Wetter. Morgen gibt es wieder viel Sonne. Wo aber die Wolken hartnäckiger sind, das weiß gleich Christa Orben. Dunja Hayali begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Schönen Abend noch. Guten
Abend. Ab heute ist für uns Meteorologen Sommer und der startete in der Mitte und im Süden mit viel Sonne, im Norden aber dicht bewölkt. Jetzt über den Tag, da gab es im Nordosten dann auch die Sonne. In Niedersachsen zum Beispiel blieb es aber fast den ganzen Tag bewölkt. Und so kamen die großen Temperaturunterschiede zusammen. Bis 29 Grad am Rhein, in Bremerhaven aber nur 13 Grad und mit einem frischen Wind hat sich das doch eher herbstlich angefühlt. Diese kühleren Temperaturen und die Wolken gehören zu einer Kaltfront, die auch heute Nacht im Norden für bewölkten Himmel sorgt. Im Süden ist es klar, die Temperaturen sinken auf 13 bis nur 4 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Nachts müssen wir uns also noch warm anziehen. Tagsüber gibt es dann die T-Shirt-Temperaturen mit 20 bis 26 Grad. An den Küsten ist es aber deutlich kühler mit nur 16 bis 19 Grad. Die Wolken der Kaltfront liegen morgen vor allem zwischen dem Emsland und der Lausitz. Wenn es daraus mal nieselt, lässt das aber schnell nach. Nördlich und südlich davon gibt es wieder viel Sonne, bevor dann abends an den Alpen die Quellwolken wieder dazukommen. Ja, und in den nächsten Tagen gibt es wieder viel Sonne. Die Wolkenfelder sind an der Nordsee häufiger mal dichter. Die Wolken, die Gewitter an den Alpen werden wahrscheinlicher. Es gibt große Temperaturunterschiede zwischen 15 und 28 Grad. Tschüss.